Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einem super süßen kleinen Goodie. Das lässt sich so öffnen. Und da drin haben wir dann einen Regenbogen-Radiergummi. Das waren die Goodies für die Teilnehmer meiner letzten Sammelbestellung. Ich finde es ja auch immer ganz nett, neben Süßigkeiten, wenn manchmal auch ein paar praktische Geschenke dabei sind. Und da zeige ich jetzt einmal, wie wir das Ganze gebastelt haben. Wir benötigen Farbkarton in Grundweiß mit den Maßen 12 x 8,5 cm. Und der wird rundherum gefalzt bei 1,5 und 3 cm. Also 1,5 und 3. Die Falzlinien knicke ich dann jetzt einmal alle nach. Jetzt schneiden wir uns das Ganze noch ein wenig zurecht. Und zwar auf der langen Seite. Einmal bis zur zweiten Falz. Und zwar links und rechts von der Falz. Und die knipsen wir dann raus. Dann schneiden wir das noch weg. Und das. So dass hier halt diese eine Klebelasche übrig bleibt. Hier schneide ich auch immer jetzt in dem Fall links von der Falz, dass ich hier schön saubere Kanten habe. So schaut das Ganze dann jetzt aus. Immer auf der langen Seite haben wir halt eingeschnitten, dass wir dann so die Klebelasche noch nachher auf die lange Seite kleben können. Und das machen wir jetzt auch. Gut festdrücken das Ganze. Und dann kommt jetzt hier nochmal Kleber hin. Und dann klappen wir das hier rein. Das jetzt richtig gut festdrücken. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir nicht nur die Klebelaschen verdecken, sondern die Wände der Schachtel auch richtig schön stabil werden. Wenn alles gut gegangen ist, passt das jetzt hier gut rein. Sehr schön. Dann benötigen wir nun noch Designerpapier.
Und zwar zwei Stücke mit den Maßen 7,5 x 5,5. Der wird auf der kurzen Seite gefalzt. 1,5 und das von beiden Seiten. Das heißt, ich drehe das Ganze jetzt nochmal um und falze auch hier bei 1,5 cm. Und auf der langen Seite falzen wir bei 1,5 und 3 cm. Normalerweise knickt ihr jetzt bitte die Falzen noch nicht nach. Ich mache das jetzt einmal in der Hoffnung, ihr seht die dann besser. Zumindest die auf der... Ja, das macht eben alle. Denn jetzt schneiden wir von der, also hier sind die zwei Falzlinien, hier ist keine auf der Seite. Wo keine ist, von der Ecke zu der. Schneiden wir jetzt diagonal rüber. Und dann gucke ich halt, dass die Falzlinien jetzt schön mittig hier in der Schneidrille liegen und schneide einmal das Ganze ab. Darauf achten, die Schneidklinge sollte auf jeden Fall schön spitz sein und eher von der geschlossenen Kante hier so rüber schneiden, als wenn man so ganz kleine Ecken hat. Dann kann das eher mal sein, dass einem das Papier eher ein bisschen zusammengeschoben wird. So, das Ganze machen wir jetzt auch hier. Also auf der kurzen Seite falzen wir wieder von beiden Seiten bei 1,5 cm. Denkt dran, bei Designerpapier nicht ganz so fest zu drücken, weil das schneller mal einreißt. Das ist ja dünner als Farbkarton. Auf der langen Seite falzen wir wieder bei 1,5 und 3 cm. Und auch hier von der Falz zu der schneiden wir es wieder ab. Jetzt knicke ich den Karton bzw. Papierfolie einmal nicht. Dann geht das nämlich auch noch ein bisschen einfacher, weil das noch so schön flach liegt. So. Huch. Das ist bis auf den Boden gefallen gerade. So. Auch das müssen wir jetzt noch ein bisschen zurechtschneiden. Und zwar schneiden wir jetzt hier rechts und links von der Falz, knipsen die raus. Und hier knipsen wir das komplette kleine Quadrat raus. Die kleinen Laschen kommen jetzt gleich hier rüber geklebt. Jetzt sieht man, huch, da steht ja was über. Ja, wir könnten jetzt natürlich sagen, wir schneiden hier das Ganze so rüber, schon mal ab. Allerdings fehlt uns dann ein bisschen Klebefläche. Man sieht ja, das geht ja nicht von der Kante zu der, sondern es ist ja nur so ein kleiner Überstand. Deshalb klebe ich das jetzt tatsächlich erst. Und dann schnappe ich mir die Schere und schneide das ab. Dann haben wir das hier drin ganz exakt passend.
Das sollte jetzt hier drauf passen. Sitzt ein bisschen stramm, soll es aber auch, damit das auch geschlossen bleibt und nicht so rumwabbelt. Wenn ich das hier schön draufgesetzt habe, kommt hier Kleber hin und ich klappe das Ganze hier rüber. Das Ganze auch auf der Seite. Hier sieht man auch, das überlappt sich dann in der Mitte schön. Schmaler schneiden können, aber es geht schon. So. Der Boden sieht jetzt so aus. Wer möchte, könnt jetzt natürlich auch hier nochmal Designerpapier oder weißen Farbkarton drüber kleben. Aber ich finde das auch so ganz hübsch und deshalb habe ich das einfach so gelassen. So, jetzt wird das Ganze noch verziert. Da habe ich das Stempelset Charming Sentiments genommen. Da habe ich mir tatsächlich mal ein englisches gekauft, weil es das nicht auf Deutsch gibt. Dann hier ist das Tolle, dass man diese Wörter alle passgenau mit dem dazugehörigen Stanzform ausstanzen kann. Ich habe jetzt den Stempel Just for You genommen. Marineblau. Kamera mag nicht scharf stellen. Also Marineblau. Das Schwierigste war für mich tatsächlich, jetzt die passende Stanzform zu finden. Es ist diese hier. So. Aber da musste ich schon eine ganze Weile gucken und suchen, denn das erschließt sich nicht sofort. Wenn man es jetzt hier drauf legt, dann... Aha. So. Was ich schon vorbereitet habe... Ich habe hier noch dieses Herzchen aus dem schönen Incolor Glitzerpapier ausgestanzt. So, jetzt hoffe ich, dass ich meinen Kopf nicht so sehr im Bild habe. Denn einmal musste ich von oben drauf gucken, ob das jetzt auch vernünftig platziert ist. Hier mal diese Klebestreifen. Den habe ich jetzt ein bisschen lang gemacht. Denn wir dürfen ja nicht hier zu weit drüber kommen. Könnte passen, aber ich kürze es lieber noch ein bisschen. Hier also eher auf die linke Seite das Ganze kleben. Denn optisch wollen wir das hier ja mittig haben. Und dann steht das ja hier so ein bisschen über. Es hätte also auch gepasst, aber sicher ist sicher. So, das Herzchen habe ich einfach mit Tombow so leicht darunter geschoben, aufgeklebt. Ja, und voilà, fertig ist die Schachtel. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!